davor, ins Flat durchzufahren, zumindest bei diesen Bedingungen. Ja, aber nur der Wagen, der die Windkunst hat, ist für die Windkunst. Aber dieses Tag ist noch zwei vor. Startnummer 97, Paul Hofberger, der Mann aus Brenten, bekommt eine 3-2-Penalty. Der hat wohl die Ausscheiden von hier 3 zu geführt hat.